Maenev. It is not far off now. A world in which there is no need for fear. The hour draws near. Our will shall soon be done. First, there is the matter of the Monado. Our victory can only be assured if we destroy the Monado before it's too late. I sense your existence. I know you are alive. Zanza, the hour is upon us. Your time has come. Shulk. Shulk. Who's calling my name? Shulk, you have acquired the ability to glimpse the future. The ability to understand the law of causality as decided by a higher power. A higher power? Like the Bionis? Why do you desire to change the future? Why do you wish to act against their will? I do just as anyone would do. It is natural to want to change an unhappy future. If that is their will, then I choose to fight. If that is what you wish, Shulk, then you must find your Monado. My Monado? Precisely. The one true Monado. You can't do that. Because you aren't here. Not anymore. Is everyone okay? Yeah. That was a close one. I mean, how on Bionis did we survive that? We seem all right. I don't know. It could be that we were just lucky, but I'm sure there must be more to it than that. You were protected by the power of Lady Maenith. Who's there? A machina. Are you Vanaya? Vanaya? Does that mean you're Mikol's daughter? I am glad you are safe, Lady Maenith. Lady Maenith? That face was sent to destroy you. I am truly happy you are all right. You're lying. Gaddo would never try and hurt us. Sadly, his home's memories no longer remain. The current faces are nothing more than weapons, designed to annihilate all life on Bionis. It can't be. Faces are created by directly integrating the brainstem and metabolic organs of Homs into Mekon. Memories and emotion are nothing but a hindrance to an effective weapon. However, the early faces were experimental. Many retained memories from their former lives. This prevented them from executing their missions effectively. More recent faces have had all memories of their previous lives completely erased. Is that because of me? No, it is not your fault. Munkar seems the more likely candidate. His attachment to us was too strong. You could say it caused his destruction,
That sword one and all. You are correct. No, it's not true. Oh, my Gaddo. Sharla? Explain it to me. I mean, why does Egil want to make us into Mekon? What's the reason for all this? In order to counter the Monado. I knew it. The Monado is ineffective against the Hyentia, the Homs, against all races of Bionis. Egil suffered a bitter defeat in the battle 1 year ago. After that, he theorized that he could counter the Monado by integrating organic life from Bionis. Of course. Initially, the Monado couldn't take a Hom's life. It can now, though. It could not harm those who share the blood of Zanza. That was its sole weakness. But Zanza lifted that constraint. Those who share the blood of Zanza? Who is that giant? The progenitor of the Homs. Him? And once the friend of my brother, Egil, before they became sworn enemies. It was Zanza who devastated Mekonis. What? Latest anti-Mekon weapons, designed by Lorathea and the Ministry of Research. What a glorious sight. The coming together of all the peoples of Bionis. Yes, sir. This is how it should always have been. Then perhaps Father would not. Your Highness. We are fortunate that Dixon informed us of the enemy's new weapon. Our defenses are ready. Today, we start our campaign against Galahad Fortress. Just beyond the fortress lies the Imperial capital of Mekonis. This is a battle to determine not just our own fates, but the future of all life on Bionis. We fight for future prosperity and the glory and honor of all. Troops, advance! Are you saying that Zanza is to blame for Mekonis' devastation? It's Zanza's sword that I'm using. Does this mean we're enemies? And if so, why are you... Shulk, calm down. Sorry, I will take you to the Mekonis capital, Agniritha. Is that your plan? Lead us straight to the gates of our enemy? Deliver us into Egil's hands? It will be quicker to show you than to explain. Then you will understand the history of Mekonis, and the battle between the two titans. Up ahead is a lift that leads to the central factory, within the chest of the Mekonis. The capital, Agniritha, lies just beyond there. Wie freundlich vom Spiel, dass ich auch mal wieder was sagen darf. Aber okay, jetzt wurde endlich die Frage geklärt. Warum? Seit der ersten Folge eigentlich, warum? Na gut, nicht ganz seit der allerersten Folge. Obwohl, doch, eigentlich schon. Warum stecken die Homs in diese Eisengesichter? Das ist jetzt endlich geklärt. Das war eigentlich die riesige Frage, die uns eigentlich... die ganze Zeit schon über beschäftigt hat. Eine Zeit lang war es zwar nicht mehr ganz so präsent, sage ich mal, weil eben teilweise es keine Metal Faces kam und sie deswegen ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber dennoch, jetzt wissen wir das also. Am Anfang war ich da total geschockt drüber, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Ich glaube, hier geht's schneller, oder? Aber hier kommt man irgendwie nicht rein. Super. Naja, also auf jeden Fall, das ist echt
Hat mich damals ziemlich krass mitgenommen, weil ich das echt überhaupt nicht erwartet habe. Ich meine, irgendwie sowas muss es ja gewesen sein. Man hat ja in der, glaube ich, zweiten oder dritten Folge gesehen, wer sich noch erinnern kann, wie Ryan das Monado genommen hat und damit fast Fiora war es, glaube ich, oder doch, es war Fiora, verletzt hätte, aber dann hat das Monado von sich aus abgelenkt, denn es kann ja keine Homs verletzen. Nun aber hat Sansa ja die Siegel gebrochen, aber anscheinend, zumindest ist das ihre Version, ist er schuld. Das muss natürlich nicht so stimmen, hätte ich auch gesagt. Aber wer weiß, ob da dann vielleicht nicht doch ein bisschen was Wahres dran ist. Bis jetzt kennen wir ja immer nur unseren Teil der Geschichte. Und das auch nicht komplett. Also unseren Teil der, wir kennen ja nicht mal unseren Teil der Geschichte ganz. Und deswegen würde ich sagen, wir sind ab jetzt vielleicht mal sogar unparteiisch. Natürlich sind wir immer noch auf der Seite der Streitkräfte von Bayonis. Aber dennoch sollten wir uns von nun an zweimal fragen, ob wir denn wirklich das Richtige tun, wenn wir Sansas Wille ausführen, nur so lange, bis wir sicher sind, dass er nicht der Feind ist, natürlich. Aber was machen wir, wenn er der Feind ist? Und immerhin wurde ja gesagt, er ist der Erschaffer von uns Homs. Das ist nochmal so eine andere Frage. Das sind alles irgendwie gerade so ziemlich existenzielle Fragen. Mein German-Deutsch halt wieder. Existenzielle Fragen sind das. Und wir sind in der Hauptstadt. Und das sieht ja schon mal ziemlich krass aus. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie die Map von Hyrule Warriors, der Schattenpalast. Hyrule Warriors haben ja bestimmt einige von euch gespielt. Und ich finde, das sieht echt so aus. Aber das muss ja nichts Schlechtes heißen. Im Gegenteil, es ist sogar ziemlich cool. Ich finde, es sieht geil aus. Central factory within the chest of the Meconis. Can you see the ring up ahead? At the base of that ring is a transporter that leads to Agnirotha. We must first head there. This place is full of autonomous security, Mekon. Tread carefully. Also, wir sind noch gar nicht richtig in der Stadt angekommen. Wir müssen vorher noch zum Aufzug gelangen. So, das sieht nicht aktiviert aus. Ist natürlich sehr toll. Okay, da würde ich sagen, schauen wir uns hier mal um. Es gibt wieder zwei Flügel, also gehe ich einfach mal davon aus, dass es. Oh, cool. Dass wir wieder zwei Schalter aktivieren müssen. Ich muss aber auch sagen, ich kann mich so gut wie gar nicht mehr an das eigentlich komplette Gebiet hier erinnern. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie gerade nicht so. Oh, da kommen gleich ein paar mehr hinzu. Von daher war es gleich gut, dass ich den extra Damage angemacht habe. Ich bin schon so ein bisschen aufgeregt, weil ich krieg morgen meine neue Grafikkarte. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen hibbelig, um mal so ein bisschen was außerhalb vom Spiel zu erzählen. Ist jetzt keine Übergrafikkarte. Ist, um ehrlich zu sein, sogar schon eine eher alte Grafikkarte. Das ist aber nicht schlimm, weil erstens ich eh nur ein 720p spiele. Aber weil es mein Monitor nicht anders hergibt. Ich wollte eh mal auf 1080 aufrüsten. Aber ne, jetzt ist es erstmal ganz gut so. Und zweitens, ich einen relativ guten Prozessor habe, der da ja dann auch immer so ein bisschen was wieder wegmachen kann. Von daher, ne, bin ich da jetzt mal nicht so pessimistisch und gehe einfach mal davon aus, dass da alles drauf laufen wird. So, schauen wir nochmal, ob wir den umwerfen können. Wir können ihn umwerfen.
Nice. Okay. So, dann fokussen wir uns mal auf den. Es ist eine GTX 560. Also, die ist ja 3 Jahre alt. Ja, ich weiß, sie ist 3 Jahre alt. Aber der Typ, von dem ich die kaufte, ist auch ein Grund, warum ich die Grafikkarte nehme. Denn ich habe einen Freund und der verkauft sie mir und deswegen kriege ich sie billiger. Und das war halt eigentlich der eigentliche Grund, warum ich sie nehme. Und bei dem lief Witcher 3, der hat übrigens denselben Prozessor, in 1080p mit 60 Frames. Also würde ich einfach mal, und mittleren Einstellungen. Also würde ich sagen, das ist schon bei 720p, was ja deutlich wenig ist, schon so... Ich kenne mich mit diesen ganzen Einstellungen und Proportionen überhaupt nicht aus, aber ich würde jetzt einfach mal so sagen, entweder so, keine Ahnung, auf Hoch bzw. Ultra und auch irgendwas zwischen 30 und 60 Frames oder halt auf Mittel oder so und dann auf 60 oder so. Ich kenne mich da leider echt nicht aus, wie da so die Proportionen sind. Das müssen wir mal gucken. Ich weiß auch noch gar nicht, ich habe ja bis jetzt noch gar nicht so richtig PC gespielt. Wird quasi mein Debüt. Ich weiß auch gar nicht, mit was ich anfange. Vielleicht mit Mordors Erde, nee, mit Mittelerde Mordors Schatten, irgendwie so. Irgendwie so hieß es ja. Es ist nämlich gerade auf Steam runtergesetzt. Und wenn es eh runtergesetzt ist, ne? Warum denn dann nicht gleich mal zuschlagen? Mal gucken. Schala. Machen wir mal den Headshaker. Not finished yet. Bam. So, ist aber echt krass, ne? Die ersten, ich glaube, 11 Minuten komplett einfach Filmsequenz ist schon krass. So, hier sieht alles sehr, sehr mechanisch aus. Ich guck mal, wie groß Le Collecticon hier ist. Doch, schon ganz schön groß. Also scheint die Central Factory doch nicht so ein kleines Gebiet zu sein. Also scheint es davon auf jeden Fall noch nicht vorbei zu sein. Und Agnirifa oder Agnirifa kann noch ein Stück auf sich warten, aber das kriegt man alles hin. Alles kein Problem. Jetzt sind wir hier auf jeden Fall schon mal am Ziel angelangt. Maintenance Entrance 1. So, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir hoch müssen. Ja, vergesst es. Wir müssen nicht hoch. Wir müssen dahin, genau. So, it looks like you can get the upper levels if you use the lift in the maintenance wing. Haben wir gemacht. Und jetzt? Ach, einfach dahin, okay. Einzigartige Gegner. Okay. Dann fokussen wir uns mal noch. Erstmal mit dem nicht einzigartigen Gegner anfangen. Ich denke mal, der wird eh bald dazu stoßen. Aber solange wir den hier noch so schön bearbeiten können, machen wir das hier halt mal so. Ja, ich freue mich auch schon so sehr auf Enderal. Also diese Skyrim-Mod. Da freue ich mich echt schon richtig krass drauf. Oh, das ist gerade echt ganz praktisch, dass wir jetzt hier gerade so eine Chain Attack Kette frei haben. Steel Strike. Schade. Queenie Kettenverlängerung. Schaffen wir es nochmal? Jo. Und echt richtig schön mit dem Zusatzschaden reingehämmert. Also ich glaube, der dürfte kein Problem sein. Und wir sind ja auch 2 Level höher, von daher denke ich echt nicht, dass das zu irgendwelchen Problemen kommen sollte.
Oh, jetzt geht's los. Was geht denn mit dem? Alter. Na ganz ruhig, Brauner, ne? So, jetzt muss ich mich natürlich auch heilen. Ja, ich heile mich mal. Hat er vielleicht eine Special Attack? Nein, natürlich nicht. So, Dunben braucht nix. Nice. War jetzt vielleicht nicht so die ultra useful Chain Attack, aber meine Güte. Es ist halt so, oh, wie er flüchtet. Alter, das zieht halt einfach mal die Hälfte ab. Was ist falsch mit dir? Yeah, we win. So, mal gucken, ob der ein Buch für uns hat. Leider nicht. Wir haben aber eine neue Waffe bekommen. Mal gucken, für wen die gut ist. Also für Schulk ja schon mal eh nicht. Ah, okay. Na gut, und hier? Ich finde, den könnten wir ja auch einfach mal so neue Waffen geben. Einfach mal so aus Spaß. So. Das sieht sogar ganz gut aus. Von Ricky. Ich bin nur gerade ein bisschen überfragt, wo wir hin müssen. Wir holen uns hier auf jeden Fall erstmal Water Ether. Der meiner Meinung nach auch schon wichtigste Ether. Ich gucke auch gerade mal, wie lange wir brauchen, weil ich wollte ja mal so in der Folge so ein bisschen erzählen, worum es in Game of Thrones geht, weil mich da jemand gefragt hat. Oh ja, genau. Ich würde sagen, das war jetzt hier mal so die erste Folge. Danke fürs Zuschauen. Und auf jeden Fall dranbleiben bei Xenoblade Chronicles. Tschüss.